Ja, willkommen zur weiteren Klopfsendung. Nein, zur weiteren spannenden Sendung mit Heidemarie Sasse. Ich habe schon Jeet. Mit Heidemarie Sasse. Genau, vom MET-Zentrum Hannover. Und ja, wie schon seit vielen Wochen, ein Thema nach dem anderen wird bearbeitet mit tollen Beispielen. Manchmal auch im praktischen Beispiel direkt. Und heute haben wir ein, ich schalte sie erstmal dazu, damit ihr sie sehen könnt. Da ist sie. Kuckuck. Hallöchen, ja, Kuckuck. Passt zu Kuckuckskindern, ne? Das kommt noch dran. Genau. Und heute das Thema Arbeitslosigkeit in psychoanalytische Fähigkeiten wandeln. Ja, das ist ja, finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Also hier in Leipzig gibt es ja viele, viele Arbeitslose. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also es ist einfach ein Thema, ja, da bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Bundesweit wird gesegnet, wenn die Statistik auch, die Bundesstatistik auch was anderes sagt. Mhm. Aber die Realität sieht doch etwas sieht anders doch aus. Sieht doch was anders aus, genau. Ja, genau. Ja, genau, dann mit Verbindung mit Jungfrau. Ich bin gespannt, was du erzählst und wenn zwischendurch Fragen kommen, dann... Ja, oder einfach Fragen. Also ich kann ihn hier, kann jederzeit halt abbrechen, auch Fragen beantworten oder was in Chat schreiben. Und okay. Ganz am Anfang möchte ich natürlich nochmal auf nächstes Wochenende erstmal hinweisen. Also, weil da gibt es ja noch das Ferienangebot nächsten Samstag und Sonntag. Das ist auf meiner Webseite auch zu sehen. Ihr habt es ja auch auf der Webseite stehen. Genau. Und das wäre halt eine gute Möglichkeit, einen Einstieg zu finden. Ja, dann würde ich jetzt mal loslegen mit dem eigentlichen Thema, was wir heute vorhaben. Okay. Also, ich habe noch gar nicht begrüßt. Also, ich begrüße noch alle. Wir waren ja eben schon ein bisschen am Quatschen und freue mich natürlich über jeden, der mitschaut und auch einen Kommentar dazu gibt oder so. Ja, und das Thema heute ist, war, wie es angekündigt ist, Arbeitslosigkeit in psychoanalytische Fähigkeiten wandeln. Hört sich natürlich auch ein bisschen anspruchsvoll an. Wenn ich mich dann in die Lage eines Arbeitslosen versetzen sollte, dann ist das natürlich nicht so ganz einfach. Aber ich fange mal von vorne an und sage mal ein bisschen was über die Bedeutung der Häuser, weil das ist ja heute das Jungfrauhaus. So fange ich ja dann halt immer an. Das ist halt das sechste Haus im Geburtshoroskop. Das Tierkreiszeichen Jungfrau, und dazu gehört der Merkur als Planet. Und dann sprechen wir davon einem Jungfrau-Merkur, weil wir hatten ja im dritten Part hatten wir ja den Zwillings-Merkur, wo es hauptsächlich um Thema Kommunikation und solche Dinge ging. Und hier geht es, das ist eine ganz wichtige Überschrift, die wird oft vernachlässigt, wenn man mit Astrologen spricht oder so. Deswegen nehme ich das immer als Hauptüberschrift. Wahrnehmung und Ausdruck der Gefühle. Hm. Wahrnehmen die Gefühle, das werden wir natürlich alle in irgendeiner Form, aber wie wir sie zum Ausdruck bringen, spielt eine ganz große Rolle, weil das Alltagsgeschehen, das trifft auch auf ganz, ganz viele Arbeitslose zu, unterdrücken natürlich an der Stelle ihre Gefühle, also die im Grunde entweder ausgesprochen werden müssen oder halt sich mal Gedanken drum gemacht wird, oh, was fühle ich eigentlich und was bleibt da in mir stecken oder so, was ähnliches. Ne? So, und da geht es aber auch noch um andere Themen. Also klassischerweise wird das Jungfrauhaus und Jungfrauzeichen natürlich als Gesundheitszeichen besprochen. Da sind alle Gesundheitsthemen, also Krankheit, Gesundheit, stelle ich dann halt immer gegenüber. Und das ist das typische Gesundheitshaus. Ne? Es wird halt also oft so interpretiert oder eben auch Arbeit und Dienen. Und das habe ich ja in dem Vorspann im Text halt schon ein bisschen mit eingeflochten. Aber es ist halt die Lebenszeit von 30 bis 36 Themeninhalten. Ich erzähle noch mal so ein paar, dass man halt so ein bisschen halt weiß, da geht es halt um Analytik. Deswegen habe ich auch Psychoanalyse reingenommen, ne? Analytik und Diagnosen. Also wenn jetzt jemand, der im Gesundheitsbereich arbeitet, keine Diagnosen stellen kann, dann hat er ein Problem. Ne? Mhm. Da gibt es aber eben auch die Kritikinhalte, weil wenn jemand da ständig am Meckern ist oder so, dann befindet er sich einfach nur in der kompensatorischen Ausdrucksform seiner Jungfrauanlage.
So, und so könnte man dann halt eben auch vorgehen, wenn man Themeninhalte finden will. Gefunden sind sie ganz schnell, nur was macht man damit? Ich sage an der Stelle natürlich klopfen, weil das natürlich halt so, ja, habe ich auch den meisten Erfolg damit und ich habe eine starke Jungfraubetonung, weil ich habe einen Jungfrau-Aszendenten und konnte dann natürlich auch lange nicht wirklich so mit umgehen, seit ich aber eben weiß, was meine Inhalte in, mir sagen wollen, wo ich mich mit auseinandersetzen soll, gehe ich dann natürlich anders mit um, das ist ganz klar. Aber in der Kindheit ist es halt auch oft so gewesen, dass ich oft meine Gefühle unterdrückt habe oder aber halt sie trotzig ausgelebt habe. Und das geht bei mir dann gar nicht anders. Erstmal so als Kind, weil da kannte ich ja noch keine Astrologie, weil meine Merkur steht auf der Häuserspitze 11 und das ist das Wassermannhaus. Und da ist Trotz natürlich zu Hause. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, wenn die in ihre Trotzreaktion gehen, kann ich dann natürlich wunderbar mit umgehen, weil ich sage an der Stelle dann immer, das habt ihr auch schon oft gehört, da will nur dein Geniewach geküsst werden und sonst nichts. Dann hören die Leute auch zu, weil ich finde jetzt auch die passenden Worte dann natürlich an der Stelle. Ne? So, und ich habe natürlich aus Trotz ganz, ganz viel erreicht, auch was meine beruflichen Geschichten betrifft. Aber ich weiß auch jetzt im Nachhinein natürlich auch, dass es ganz viel Kraft kostet. Weil Trotz kostet ganz viel Kraft. Aber wenn ich jetzt also in der Trotzphase, drittes Lebensjahr, war da ja ungefähr, ne, 0 bis 7 Jahre, habe ich ja auch schon erzählt, als wir dabei waren, gehört ja in die Trotzphase, die eigentlich im ab dritten Lebensjahr also ziemlich deutlich wird. Und da haben natürlich Eltern viel Einfluss drauf, was Trotzreaktionen betrifft. Und ich musste oft trotzig reagieren, weil ich hätte sonst in der Familie gar nicht überleben können, weil ich musste mich gegen meine Brüder wehren und alles sowas. Und das hat mich natürlich geprägt, na klar. Aber seit ich halt natürlich die astrologischen Kenntnisse habe, da weiß ich, wie ich das anders auch handeln kann. Nicht nur aussprechen kann, wenn ich jetzt sage, spreche vom Ausdruck der Gefühle, heißt das ja nicht nur, dass ich nur darüber spreche, in Anführungszeichen, sondern eben auch, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise sowieso ausdrücke. Eben als Beispiel auch Trotzreaktion würde da dann halt auch reingehören. So, und ich unterstelle auch einfach mal, dass ganz viele Arbeitslose auch einfach aus Trotz arbeitslos sind. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen, kann jeder ein bisschen drüber nachdenken. Und hat aber natürlich spezielle Anteile immer in den jeweiligen Geburtshoroskop, müsste man dann halt ein bisschen schauen, wieso das überhaupt kommen konnte, ob das jetzt halt eine berufliche Tätigkeit ist, wo man eigentlich gar keine Lust zu hat, weil ganz viele haben ja auch berufliche Tätigkeiten, die nur zum Broterwerb dienen. Ne? Das hatten wir ja halt auch schon im fünften, als wir das fünfte Haus hatten, wenn die Arbeit keinen Spaß macht, dann ist natürlich auch Frust und Lustlosigkeit und sowas vorprogrammiert, weil ich könnte gar keine Tätigkeit tun, wo ich keine Lust zu habe. Wenn ich keine Lust zu habe, dann mache ich das einfach nicht. Ne? Und dann versuche ich Möglichkeiten zu finden, dass entweder ich mir das lustvoller gestalte, vielleicht den Arbeitsbereich oder so. Also ich bin ja nun auch schon öfter mal in diesen heiligen Hallen der sogenannten Ämter oder so gewesen. Und ich nehme dann natürlich auch wahr, ich will heute auch bei so einem Thema bleiben, weil ich habe das als Beispiel genommen. Und dann sehe ich oft, dass die dann an ihren Schreibtischen, ob ich da jetzt in der Finanzbehörde oder keine Ahnung wo bin, die haben ganz oft Blümchen auf ihrem Schreibtisch stehen und haben dann irgendwelche ob Bilder oder so, ne? Versuchen sich ein bisschen diesen kleinen Platz, den sie dann zum Arbeiten haben, den versuchen sich dann oft auch schon schön zu gestalten. Und ich kann da immer viel mit anfangen, weil ich weiß dann, wie der zum Beispiel nicht nur seine Gefühle zum Ausdruck bringt, sondern auch die Art. Ne? Wenn jetzt jemand Blumen auf dem Schreibtisch stehen hat, ist ein Hinweis dafür, dass er sich mit Schönheit und Ästhetik, also sprich die Waage, in der vielleicht sogar gelösten und entwickelten Form zum Ausdruck bringt. Ne? Also das sind alles so Möglichkeiten. So, und jetzt habe ich ja gesagt, ich möchte ein Beispiel bringen, was jetzt, ich nehme jetzt einfach mal so eine Sachbearbeiterin, die in dem früheren Sozialamt, ist das ja Sozialamt und jetzt ist es ja die Arbeitsagentur für Arbeit oder so ähnlich, ne? Wir wissen ja, dass alles Firmen sind und die sitzen natürlich in einer echten Zwickmühle. Obwohl viele, und das will ich auch in Abrede stellen, wirklich nicht wissen, dass sie halt nicht wirklich diesen rechtlichen Hintergrund tatsächlich vielleicht nicht kennen oder so. Aber es ist natürlich wichtig, sich damit auch auseinanderzusetzen, auch als Sachbearbeiter oder Bearbeiterin, die jetzt halt mit Menschen zu tun hat, wo sie jetzt sozusagen denen halt dieses bisschen Geld, was dann da halt vom Ersatzvater Staat, den es ja nicht gibt, halt irgendwie zugeteilt wird.
Ne? Wenn also halt ja der Job weg ist oder aus welchen Gründen jetzt auch immer. So weit will ich da jetzt gar nicht reingehen, weil das würde dann natürlich wirklich den zeitlichen Rahmen hier auch sprengen. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass halt diese Hartz-IV-Falle da jetzt so in Erscheinung tritt und da sitzt jetzt jemand vor so einer Sachbearbeiterin und sie ist so in der Zwickmühle, was sie also halt dem noch geben kann, der betroffenen Person. Und sieht im Grunde genommen auch die Not, spielt Familie eine Rolle, aber mit Kindern ist es ja dann immer noch, gibt es ja immer noch irgendwo so einen kleinen Zug. Könnte ja jetzt auch mal sein, dass da vielleicht ein Single da sitzt, eine Single-Frau oder ein Single-Mann. Wir müssen es halt auch ein bisschen unterscheiden, wo die Frauen kommen ja ganz oft zu kurz. Ist halt, ja, da gibt es natürlich diese ganz bestimmten Sätze, die dann halt vorgegeben sind. Aber es gibt ja auch immer bei den Sachbearbeitern Möglichkeiten, also halt, weil sie haben auch immer einen gewissen Spielraum. So, und dann hat man oft, passiert das einfach, dass man entweder ganz strenge Sachbearbeiterinnen da sitzen hat oder halt welche, die auch so ein bisschen die Zügel etwas lockerer lassen, ja? Und dann in dem Falle, wo jetzt zum Beispiel wirklich auf den letzten Cent gegeizt wird, dann ist es natürlich auch so, dass diese Sachbearbeiter oder Bearbeiterinnen, die haben selber, also die kompensatorische Ausdrucksform, der sind sie ja alleine in ihrer Funktionsweise zu, sozusagen, wo das Geld einteilen halt eine Rolle spielt in dem Jungfrau-Inhalt. Aber dazu kommt bei so einer Schlauch noch der Saturn-Kompensator. Und der sagt dann, also innerlich gesprochen jetzt, ja, sagt er so, und du kriegst nicht mehr, du kriegst nur das und mehr gibt es nicht. Und wenn jetzt dieser betroffene Person da sitzt, wie soll ich denn damit ausrechnen, und dann gibt es nicht noch irgendeine Möglichkeit oder so, und er appelliert sozusagen an das schlechte Gewissen. Ja, das funktioniert nämlich nonverbal und dann kommt so ein Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin natürlich öfter mal so in gefühlsmäßige Enge und Zwänge, aber muss sich sozusagen so darstellen, wie Politiker dann das natürlich perfekt können. Sie muss sozusagen die Härte des Gesetzes anwenden oder tut es vielleicht aus ihrer eigenen Kompensation heraus, und da will ich eigentlich darauf hinaus, und hat dann dieses Gespräch, sie hat dann meinetwegen hart gerungen und hat gesagt, nein, gibt nicht und mehr geht nicht, ich habe nicht mehr Möglichkeiten. Und dieser arme Mensch, der muss dann halt irgendwie ja halt von dannen ziehen, halt unzufrieden auch. Und diese Person, ich bleibe jetzt einfach wieder beim Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, die gehen dann ja abends nach Hause am Feierabend und viele glauben dann, das ist dann erledigt, das war der Job, ne? Also da klingelt jetzt die Stempeluhr und da kann ich jetzt weg und dann lasse ich diese Gefühle da. Das ist ein großer Irrtum. Weil das Unterbewusstsein, das schlechte Gewissen und alles, was da eine Rolle gespielt hat, arbeitet natürlich weiter. Ja? Und jetzt komme ich mal dazu, welche körperliche Ausdrucksweise der Körper dann findet, wenn so jemand halt, und ich meine, es ist ja nicht nur ein Fall, die haben ja dann mehrere, die müssen zig Fälle am Tag dann da durchziehen, was sie halt erschaffen müssen. Dann macht sich natürlich auf der körperlichen Ebene zum Beispiel Darm- oder Sinnesorgane bemerkbar, weil das wird dem Jungfrauzeichen zugeordnet. Und wie viele Darmprobleme es gibt, das wissen wir ja. Also das ist ja nun ein riesengroßes Geschäft, ne, in der Schulmedizin. Das kennen wir alles. So, und das wären natürlich emotionale Konflikte, die als Beispiel jetzt in so einer Situation rangezogen werden könnten, wo man dann sagt, oh Darm, jetzt müsste ich mal gucken, was ist jetzt in meinem Arbeitsbereich los? Was ist, wo unterdrücke ich da meine Gefühle oder wie kompensiere ich? Ne? Also es wird ja dann, also das sind ja dann so typische Kompensatoren, weil sie dann denjenigen, der da halt vor ihnen sitzt und der da halt so einen Antrag stellen muss, der wird auch in die gehemmte Ausdrucksform gezwungen, ja, per Gesetz sozusagen, was wir nicht wirklich haben. So, und da ist nämlich die gehemmte Ausdrucksform, da lese ich jetzt mal so ein paar Sachen hier vor, ich habe sie nicht alle im Kopf, habe ich mir extra ein paar Notizen gemacht. Also das Dienen an sich wäre die gehemmte Form, gehemmte Ausdrucksform aus der Jungfrau-Merkur-Anlage. Das Sklaventum, also es ist wirklich wichtig zu wissen, Sklave, ist also halt wirklich, wird dem Jungfrau-Zeichen zugeordnet. Und wir wissen ja alle, dass wir im Grunde genommen Sklaven auch sind, weil wir halt per dieser rechtlichen Situation, die wir haben, wir sind ja auch ganz offiziell, da muss ich gar nicht mehr irgendwelche komischen Deutungen hernehmen oder so, wir sind ja wirklich doppelt staatenlos
Und wir sind als Sklave durch unser Strohmann-Konto, wir haben ja noch ein zweites Konto, wir sind seit siebtes Lebensjahr sind wir Sklave, haben wir den Sklavenstatus, das kann jeder nachlesen. Ja? So, und jetzt kann sich jeder so seine eigenen Gedanken machen, und wenn das erste Mal hört, dann ist das natürlich halt ja, so eine Aussage, wo die dann vielleicht mal fragen können, ey, was hast du denn damit gemeint? Ich freue mich über jeden, der sich in irgendeiner Form mit mir in Kontakt bringt. Ja. Und dann sage ich an der Stelle auch immer, dass man kann der Astrologie auch Märchen zuordnen, ne? Das sind Märcheninhalte, die Themen und so. Und hier passt natürlich am besten Aschenbrunnen. Ja, das wäre jetzt halt, wenn ich jetzt diese gehemmte und kompensatorische Ausdrucksform mal als Gleichnis nehme, dann ist es natürlich so, die Jungfrau wird ja auch oft so als Erbsenzählerin betitelt, ja, weil die muss dann halt die Guten ins Kröpfchen, nee, die Guten ins Kröpfchen. Und die schlechten ins Töpfchen. Ja, nee, umgekehrt. Nee, umgekehrt. Ich bringe das durcheinander. Ich auch. Ach, ist das halt so, geht das, merken wir dann so. Und das passt hier natürlich auch wunderbar rein. So, und hier ist es dann natürlich auch, dadurch, dass diese Anpassungsmechanismen, das wäre dann halt auch so eine gehemmte Ausdrucksform, an zum Beispiel an Normen und Ideale. Und Hermann Mayer, das habe ich ja schon mehrfach betont, dass ich da die Ausbildung gemacht habe, bezeichnet das auch als eine Kollektivneurose. Also wir finden hier ganz viele psychosomatische Dinge, die hier eine Rolle spielen, ihre Ausdrucksform finden. Ja? Und da das natürlich ganz, ganz viele betrifft, können wir wirklich vom Kollektiv schon reden, wobei die kollektive Sichtweise fängt eigentlich erst im 10. Haus an. Aber man muss hier schon mal anfangen, das also halt in dieser Richtung schon mal so anzulegen, weil es einfach so ganz viele Leute betrifft. Ne? Wir haben ja nun mal halt auch diesen riesengroßen Beamtenapparat, und wir haben diesen riesengroßen die Leute im öffentlichen Dienst arbeiten. Und ich unterstelle an der Stelle inzwischen schon lange, dass sich diese Firma, die uns da halt regieren will, dass die sich extra diesen riesengroßen Apparat halt zugelegt hat, weil das gibt ja so einen, im Volksmund so einen Spruch, wessen Herr des Geschirr oder so ähnlich. Ich kenne das nur auf Platt und kann das nicht so gut wiedergeben. Also auf alle Fälle heißt es, oder auch, dass welches Lied. Also im sinngemäß heißt das, also derjenige, der mich bezahlt, das Lied muss ich auch singen. Ne? Ja, also das heißt, dass ich dem sozusagen nach dem Mund reden muss. Und das trifft hierbei natürlich zu, wenn ich diese Normen und Ideale, die jetzt ein Arbeitgeber aufstellt, hier bin ich ja jetzt gerade mal in Richtung Dienst oder Beamte, da ist es natürlich klar, die spielt vorgibt und der halt die Musik hören will, das wäre dann der Arbeitnehmer an der Stelle, der müsste natürlich genau sich dem anpassen, was zum Beispiel der Arbeitgeber vorgibt. Und das ist ja nun mal, die BRD ist nun mal ein ganz normaler Arbeitgeber, das wissen wir inzwischen fast alle, glaube ich, einfach mal, dass wir also halt die UPIC da halt alles kontrollieren können, wie die Firmen da alle gelistet sind. Ne? War jetzt ein ganz toller Beitrag bei Bewusst TV, ich weiß gar nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, wo eine Dame vom Zoll interviewt wurde und auch einer von der Polizei, und ich fand das so toll, ich habe dann nachts um zwei, ich habe natürlich immer nachts Zeit, nur solche Dinge zu sehen, und dann habe ich ganz spontan eine Mail gesteckt. Ich habe gedacht, boah, das ist ja klasse, dass da endlich mal jemand, ne? Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich auch Leute beim Zoll hatte, wenn ich da mit Selbstständigen zu tun hatte, die da drangsaliert wurden vom Zoll, und diese haben dann letztendlich die Seele gestrichen, weil sie halt nicht mehr klargekommen sind und haben die Flucht ergriffen. Mhm. Und die Flucht ergreifen heißt in diesem Fall natürlich auch, das gegenüberliegende Zeichen ist die Fische, weil ich spreche ja auch von den Achsen, jetzt in diesem Moment ja noch nicht, aber wenn ich die Achsen nehme, das Jungfrauzeichen, gegenüberliegend ist das Fischezeichen. Und die gehemmte Form, also zum Beispiel, wenn ich diese Situation zitiere, wo halt wirklich mal jemand vom Zoll die Flucht ergriffen, und ich habe da eigentlich nur gestanden, ich habe gar nicht viel gesagt, aber ich habe halt das gesagt, was gesagt werden musste, und er hat nicht nur seine eigenen persönlichen Fehler in seiner Arbeitsweise erkannt, sondern eben auch einfach, der wusste einfach, dass ich mehr weiß als er an der Stelle. Und der ist nur noch geflüchtet, der ist weggerannt. Mhm. Und das haben ganz viele Leute gesehen. Ich hole ihn natürlich in die Öffentlichkeit, das mögen die gar nicht. Da standen wir wirklich vor so einem Restaurant, da ging es letztendlich erstmal darum, dass da Schwarzarbeiter gesucht wurden, und da habe ich einen Werbegag draus gemacht. Und dann ist der abgehauen. Ja, also das war halt wirklich, der ist abgehauen und hat dann nur noch so zurückgeschrien, ja, ich werde jetzt alle Register ziehen. Ich sage, ja, tun Sie das. Ich sage, wir tun das auch.
Ne? Also der darf ja alle Möglichkeiten, die er dann hat. Er wollte halt sozusagen drohen, dass er jetzt Kontopfändung und sowas alles macht. Ich sage, ja, tun Sie es. Ich sage, wir tun es auch. Ne? Mhm. Und das Recht hat ja jeder und der kriegt dann seine Dienstaufsichtsbeschwerde, das wusste er auch schon und so. Und dann hat er ein echtes Problem. Okay, also das war jetzt halt so ein bisschen abgewichen, aber eben weil es diese Fluchtmechanismen natürlich, ich habe das ganz oft schon erlebt, gerade wenn Leute im öffentlichen Dienst oder Beamte, und ich fand das gestern so toll, dass da halt wirklich das Thema, also sollte sich wirklich jeder mal anhören, weil das ist für mich also so wie so ein kleiner Fortschritt, dass sich die Leute jetzt, also halt, die haben sich dann wirklich schlau gemacht in ihren Gesetzen und haben eben erkannt, dass sie tatsächlich, also selbst in der Haftung stehen, ja, als Beamter, die konnten das erst gar nicht fassen, aber es ist tatsächlich so. Die haben sich gefragt, was mache ich da? So, und ja, also wirklich hochinteressant. Und das ist hier natürlich auch, da kommt einiges so auf uns zu. Und ich möchte jetzt wirklich vorher schon immer, immer wieder betonen, klopft das, egal, auf beiden Seiten. Wir können ja als Betroffener in der Arbeitslosigkeit, also das eigene Jammertal, da fängt ja sowas an wie ein Jammertal, weil ganz viele, wenn die jetzt halt keine Aussicht haben, einen Job zu bekommen, es gibt immer Möglichkeiten, ja. Aber diese klassischen alten Möglichkeiten, dass man jetzt einen ganz normalen Arbeitsplatz bekommt, meinetwegen ob Halbwerksbeschäftigung oder Vollzeit, ist letztendlich auch völlig wurscht. Also es gibt so viele Möglichkeiten, auch gerade was die neuen Techniken betrifft, auch im Internettechniken. Es muss kein Arbeitsplatz in der Form so sein, wie wir das früher hatten, wird es so in der Form wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Aber es gibt genügend Möglichkeiten mit den heutigen, jetzigen Techniken, dass jeder auch im Internet Geld verdient. Ja, das wäre nämlich eine Möglichkeit aus dieser, gerade weil, wenn ich jetzt Leute im öffentlichen Dienst, also halt wirklich als Beispiel wieder nehme von dem, was sie gelernt haben in ihrer Struktur, in der Organisation und wie sie also halt sozusagen angewiesen werden, bestimmte Dinge zu tun und das halt zuverlässig und ordentlich, Ordnung und Sauberkeit, alles spielt da ja auch eine Rolle. Das können die natürlich tatsächlich auch nehmen und dann so strukturiert für sich selbst arbeiten lernen. Sie werden praktisch ihr eigener Arbeitgeber. Mhm. Ja, und dann fängt das Leben an, schön zu werden. Da kann ich mir plötzlich meine Zeit selbst einteilen und kann sogar mit ruhigem Gewissen mal einfach mich in die Sonne legen, wenn die Sonne gerade scheint. Ja, und muss dann nicht nur, weil die Stechuhr dann da bimmelt und um 7, vielleicht habe ich Gleitzeit und darf dann um 9 oder so. Aber das hat ja dann wieder einen Rattenschwanz später ohne Ende, weil dann müssen sie zu anderen Zeiten halt wieder ausgleichen oder so. Ist ja alles ein bisschen doof. Ne? Mhm. So, und also Möglichkeiten gibt es ganz viele. Und wenn man jetzt diese Zeit, in der, wo ich vorhin von gesprochen habe, also 28 bis 35 ist eigentlich korrekter, als ich vorhin gesagt habe, 30, 36, dann ist es natürlich so, wenn man das immer wieder negiert, negiert, negiert und sozusagen seine verletzten Gefühle in sich reinfrisst, dann ist es klar, also da muss ich jetzt gar nicht mehr viel sagen, dass der Darm reagieren muss. Die Sinnesorgane natürlich auch, weil ganz oft ist es dann so, dass man, also man kann ja diese Gleichungen nehmen, wenn jetzt eine Brille getragen muss, es kommt jetzt darauf an, ob Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit eine Rolle spielt, ne? Ob ich irgendwas nicht sehen will oder ob ich immer ständig den Blick in die Zukunft gerichtet habe oder so, oder ob die Ohren eine Rolle spielen, ob da vielleicht, Tinnitus ist ja auch so eine beliebte Geschichte, wie sich halt eben unterdrückte Gefühle äußern, und das hat alles eine Entsprechung, auch was die Jungfrauanlage betrifft. So lernt man das natürlich nicht zu schauen, weil das wird in einer normalen Schule natürlich nicht vermittelt. Und das wären aber halt Möglichkeiten, wie man an die Sache rangeht. Wenn man diese Dinge nämlich wirklich in dieser Lebenszeit negiert, dann ist die gegenüberliegende Zeit wieder von 66 bis 72 Jahren, ist dann tatsächlich, und wir haben diese Fälle ja zunehmend, das wird uns ja auch immer angekündigt in der Politik, dass diese viel zitierte Altersarmut natürlich um sich greift. Und das sind Themen, dann sollte man tatsächlich, wenn man in dieser Lebenszeit jetzt schon ist, meinetwegen so die Rente schon, Anfangsrente, die Rente reicht nicht mehr und so, wenn man sich darin befindet, ist es natürlich eine gute Möglichkeit zu schauen, was habe ich in der Lebenszeit damals eigentlich, was habe ich da für Gefühle unterdrückt, wie habe ich da meine Gefühle geäußert, wo ich Angst hatte, das auszusprechen oder so, ja. Und da findet man wirklich dann Klopfmaterial, wo man dann halt über Stellvertreter klopfen, frühere Chefs, frühere Arbeitskollegen auch, ne? Weil da spielt sich ja auch also oft dramatische Sachen ab, da spielt ja Mobbing auch ganz viel eine Rolle und so. Und das sind alles wirklich Themeninhalte, die man dann zum Klopfen nehmen könnte. Und dann natürlich auch mit Stellvertreter klopfen, wir haben jetzt heute ja leider kein Beispiel, aber das ist natürlich dann machbar, dass da auch Heilungsprozesse, dass der Darm sich selbst saniert.
Ja, wenn wir die Dinge, wir haben jetzt auch schon einiges natürlich über Ernährung gehört. Ernährung habe ich jetzt heute nicht zum Thema gemacht, würde auch in das Jungfrauzeichen rein gehören, weil je naturbelassener wir uns ernähren, ist ja ganz klar, dass dann der Darm sich selbst auch sanieren kann. Aber wenn natürlich Gefühle dagegen stehen, ja, dann kann ich noch so gesund machen. Also vollwertige und habe nur Teilerfolge. Das ist natürlich eine ganz große Wichtigkeit, dass man diese Dinge mit beachten muss. Ja, jetzt sage ich vielleicht nochmal so kompensatorische Ausdrucksformen, die sind ja auch ziemlich bekannt. Also Arbeitssucht kennen natürlich auch ganz viele. Der Waschzwang zum Beispiel ist eine kompensatorische Ausdrucksform. Ja, wenn das Leute wissen, also das ist zwar schon Teil der Lösung, aber das muss sich ja nicht, erstens der Zwang gehört natürlich in die Blutanlage und das Waschen an sich gehört zur Sauberkeit, ist die Jungfrau dann. Und das ist natürlich, wissen ganz viele nicht und dann spielen diese solche Themeninhalte eine Rolle. Und Waschzwang, also den kann man in einer Viertelstunde wegklopfen. Und da muss man sich nicht quälen, da muss man nicht die Haut strapazieren bis ohne Ende oder so, solche Dinge. Und Kritiksucht ist auch ein kompensatorischer Ausdruck. Also alles, was mit Süchten zusammenhängt, ist natürlich eine kompensatorische Ausdrucksform von Neptun. Aber da sind wir ja wieder beim gegenüberliegenden Zeichen, weil das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und was fällt mir da noch ein? Vielleicht hast du irgendwie eine Frage sogar, dann können wir das ein bisschen spannender vielleicht machen. Vielleicht hast du gerade irgendwas so wahrgenommen, wo du eine Frage hättest. Gerade im Moment nicht, aber erzähl mal noch, das fand ich eben spannend. So, was zum Beispiel? Ja, also diese, jetzt mit dem Waschzwang, mit dem überhaupt mit diesen Zwängen und Süchten, ne? Das ist also. Ja, also Zwänge sind mehr Pluto-Thema, das habe ich jetzt nur als Beispiel genommen, weil okay. Ich nehme ja dann auch die Worte immer auseinander. Waschzwang sind ja zwei Worte im Grunde. Das Waschen gehört in die Jungfrauanlage und der Zwang ist manchmal sogar auch mit Saturn in Zusammenhang. Und dann muss ich halt beide Planeten nehmen. Und wir haben es ja halt auch so, dass in den Horoskopen sind die Planeten dahin, wo sie ausgewandert ist. Das ist ja eine Betrachtungsweise aus dem Herrschersystem, also da, wo die Häuserspitzen sozusagen in bestimmte Tierkreiszeichen reinfallen. Das sind ja dann halt immer 12, das ist ja klar, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Dann ist da sozusagen die Hausaufgabe zu machen. Da wäre der Herrscher sozusagen zu Hause. Aber der Herrscher ist der Planet des dazugehörigen Zeichens. Und wenn ich jetzt mal so mal gucken, vielleicht fällt mir gleich noch ein Beispiel ein. Also meins habe ich ja vorhin schon genannt. Also mein Merkur steht auf der Häuserspitze 11 im Krebszeichen. Und das hat natürlich eine besondere Ausdrucksweise in Gefühlen, weil ich kann meine Gefühle gar nicht unterdrücken. Da würde mein Merkur auf der Häuserspitze 12, würde immer irgendwie impulsartig irgendetwas sagen. Und mir wurde als Kind schon so oft gesagt, ich sage mal jetzt ein Beispiel, da lachen garantiert alle. Also ich habe meine Freundin, also die galt immer als ängstlich und ich galt zwar immer als mutig, wobei ich mich nie mutig gesehen habe. Ich bin nur anders mit meinen Gefühlen umgegangen, so würde ich das heute sagen. Aber die hatte einen Bruder, der war ein paar Jahre älter und wenn wir so gespielt oder gestritten oder was auch immer gemacht haben, dann hatte ich immer das letzte Wort. Ich habe das so nicht in Erinnerung, aber das wurde mir dann halt auch mal später wieder erzählt. Man vergisst ja manches auch seiner Kindheit. So, dann hat dieser Bruder, der so bestimmt sechs Jahre älter war als wir beide. Wir waren ja dann halt in vielleicht so 8, 9 oder so ähnlich. Und da gibt es halt zig Beispiele, wo wir dann halt gespielt haben und wo wir den natürlich auf den Keks gegangen sind, weil der war ja dann schon in der Schule. Und ich hatte an solchen Stellen dann das Wort. Dann hat der wirklich mal gesagt, und da war richtig wütend, weil ich habe den sowas von auf die Palme gebracht, da sagt er, weißt du, wenn du mal stirbst, die müssen sie extra noch die Klappe totschlagen. Und da haben wir dann später mal, ne, wenn wir uns dann getroffen haben, oder so ein Schwang aus der Jugend erzählt. Und dann hatte das immer als Beispiel. Ich wusste das, habe mich da gar nicht mehr dran erinnert, aber der sagte das halt. So, und solche Sätze gibt es eben oft. Aber ich habe mich natürlich auch, ich kenne mich ja auch, wo ich ängstlich war und wo ich also halt mich zurückgenommen habe und ach, sag bloß nichts, weil mir dauernd fährt dann einer über den Mund oder so ähnlich. Und heute mache ich das natürlich nicht mehr. Ich kann natürlich an den Stellen, also jetzt ist es klar, jetzt muss ich halt reden, aber ich kann gerne auf den Mund halten und
und höre auch gerne zu. Und wenn ich dann jemanden habe, der mich fragt, dann ich beantworte auch gerne Fragen, einfach nur Fragen beantworten. Ne? Aber dieses Beispiel sagt schon mal, was eine Ausdrucksart sein kann, wo ich mich vielleicht sicher gefühlt habe, ne, wo wir Kinder unter uns waren und habe dann halt einfach immer nur, weil wenn ich jetzt dieses zitiere mal mit dem letzten Wort, also haben ganz, ganz viele Menschen, das beobachte ich ganz, ganz viel, die haben gerade die Nachsätze, also im Grunde hat man sozusagen was erklärt, hat einen Satz beendet, aber der Gegenüber wartet im Grunde genommen noch drauf, auf irgendeine Botschaft, auf irgendeine Information. Und das ist sozusagen, gehört auch mit zu meinem Auftrag. Ne? Also wenn da an der Stelle noch, ich habe das in der Kompensation da zwar gelebt, so würde ich das jetzt interpretieren, aber heute würde ich an der Stelle dann auch einhaken, wenn jemand meint, einen ganz tollen Bericht macht oder so, und ich würde dann halt einfach nur noch eine Ergänzung oder sowas machen. Und da hätte ich früher nicht den Mut zu gehabt, aber das tue ich heute. Und das ist egal, wer da mir gegenüber sitzt. Und die meisten freuen sich dann, wenn ich dann noch so eine Ergänzung mache und fangen das so als eine Idee noch auf und sagen, also ne, deswegen sage ich oft auch, also Ideengeber, das sind halt diese Betonungen, die dann also so eine ähnliche Konstellation haben. Und dann kann der Anfang oder jemand bricht ab, weil ihm ein Wort entfallen ist und ich ergänze das dann. Und der bedankt sich dann, sagt, ne, und hat dann irgendwie so, weil ich fühle dann im Grunde genommen, was der eigentlich sagen wollte. Hm. Ne, und ich bin dankbar, wenn mir das auch passiert, wenn das einer mit mir auch macht. Ich empfinde das nicht mehr als Kritik oder so. Früher hätte ich das natürlich wirklich alles als Kritik empfunden, weil ich habe einen Jungfrau-Aszendenten. Ja, und in der gehemmten Form ist es natürlich ständig kritisiert oder das wird dauernd gemeckert oder sowas. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt Leute hier hätten, die dann halt, die ihr mal rückspulen, wo sie sich ständig kritisieren. Und dann sage ich, ja, du, da hatte ich nur einen Kompensator in die Hemmung gedrückt. Ja? Mhm. Und wir lassen es an den Stellen halt freiwillig mit uns machen sozusagen, weil wir wissen es nicht besser. Mhm. Und wenn ich jetzt aber die Textinhalte kenne, ja, also mindestens ein bisschen, dann bringt mich das an den Stellen schon weiter. Ja? Und vor allen Dingen, wenn es geklopft ist, sowieso, weil dann ist genau das, was wir halt sozusagen gespeichert haben an Negativerlebnissen, die überlagern ja sozusagen die schönen Erlebnisse. Glückliche Erlebnisse hatten wir ja auch immer bei irgendwelchen Arbeiten, egal welchen Job wir haben, ja. Mhm. Aber die werden gar nicht mehr wahrgenommen, also nicht mehr so leicht wahrgenommen, weil die unangenehmen, belastenden Gefühle da drauf liegen, ja. Und da haben wir uns einiges eingesammelt, bis wir jetzt so im Erwachsenenalter irgendwo sind. Und das wird dann sozusagen, also Schicht um Schicht sozusagen freigeklopft. Und dann kommen natürlich manchmal so tolle Gefühle. Und dann, ach, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich solche Gefühle habe. Das, ne? Also ich höre oft solche Antworten einfach. Ne? Hatte jetzt gerade wieder auch so eine ganz intensive Klopfsitzung, wo halt wirklich auch eine schlimme Krankheit dann eine Rolle gespielt hat und so. Und die Mutter hatte sich dann so ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dann habe ich diese Dinge geklopft mit ihr. Und dann plötzlich, da sagt sie, das ist ja wie, als wenn einem Kronleuchter aufgeht. Mhm. Ja? Und jetzt ist das natürlich eine ganz, ganz andere. Die bedanken sich dann hinterher, rufen an oder fallen mir um den Hals oder sowas. Und dann denke ich, ja, so einfach kann das sein, ne? Wenn das jetzt wirklich halt größere Kreise zieht, dass man das, weil das Klopfen ist ja nun Gott sei Dank doch schon ordentlich bekannt. Und jetzt einfach nur diese kleinen Hinweise dazu, das, was am meisten drangsaliert, kann man in den Transitetaschenkalendern nachschauen und dann kann man einfach losklopfen mit den bestimmten Punkten. Ich werde das dann vielleicht auch nochmal, ich bin gerade dabei, ein kleines E-Book zu schreiben, dass man das dann vielleicht einfach schon mal ein bisschen lesen kann oder so. Und mal gucken. Mhm. Ja, jetzt bräuchte ich irgendeine Vorlage, wo ich dann wieder noch was zu sagen könnte oder so. Also es ist natürlich, es können immer nur kurze Auszüge sein, wenn ich in Details gehe, dann dauert ein Detail vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Ja, das ist dann auch zu viel. Und zu dem Beispiel jetzt vielleicht hast du sowas in deinem Bekanntenkreis, kann ja auch sein, vielleicht hast du gerade einen aktuellen Fall, wo jemand frisch arbeitslos geworden ist oder so, dann können wir das ja auch kurz durchsprechen, wenn du möchtest. Du hast hier noch geschrieben bei dem Thema Arbeiten und Dienen. Arbeit und Dienen, genau. Arbeit und Dienen, ja, genau. Das ist ja, also Arbeit und Dienen, das Arbeiten an sich, das Jungfrauhaus wird ja auch als Arbeitshaus beschrieben und das Dienen, deswegen habe ich das so geschrieben, wird oft als falsch verstanden. Ja. Ja. Weil das geht jetzt nicht darum, dass ich Diener eines Herrn bin oder sowas. Ja, das wird natürlich falsch verstanden. So, und deswegen, nochmal vielleicht darauf zurück, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe, was diese Sachbearbeiterin betrifft, weil die ist ja im Grunde genommen Dienerin des Volkes, wenn man es genau nehmen müsste.
Ja, wir können das jetzt so nicht sagen, weil Sie sind ja auch kein Arbeitgeber, sondern Sie sind Handlanger von dieser Verwaltungskonstruktion. Ich muss kurz mal mein Video ausmachen, sorry. So, Ja. jetzt ist wieder besser deine Qualität. So, und das, was da jetzt zum Beispiel an Menschen bezahlt wird, die arbeitslos geworden sind, die haben ja auch in die Kasse eingezahlt. Ja, was wird mit dem ganzen Geld gemacht, wenn diese ganzen Sozialsysteme sowas von zweckentfremdet werden, wie das gerade getan wird? Dann ist es klar, dass die Kassen dann leer sein müssen, zwangsläufig irgendwann. Ja, aber da kann ja so schnell gar keiner gegen verdienen, ne? Also wenn man da jetzt halt da in dieses Karussell, diese Arbeitslosigkeit reingerutscht ist, da kommt man ja dann letztendlich zu ganz anderen Themeninhalten. Aber weil ich bin jetzt nochmal auf das Wort dienen eingestiegen. Also das ist völlig falsch verstanden. Das ist halt im Grunde genommen, wenn man das korrekt betrachtet, ist es andersrum. Dann müsste dieser Arbeitslose sich selbst ausrechnen können, ja? Wenn er jetzt in einen Sozialtopf eingezahlt hat, dann kann es nicht angehen, dass jemand, der jetzt meinetwegen 30, 40 Jahre kontinuierlich gearbeitet hat, diese Fälle haben wir ja, und hat dann plötzlich ein Jahr oder ein halbes Jahr, glaube ich, nur noch Arbeitslosengeld. Und dann kommt er schon in diese komischen anderen, ich habe diese Begriffe jetzt natürlich nicht alle im Kopf, also was dann, die sind ja ganz, ganz schnell in der Hartz-IV-Falle. Die können ja jahrzehntelang richtig regelmäßig verdient haben und das ist ja alles weggerechnet worden sozusagen. Nur um, ich unterstelle an der Stelle, die NATO-Kriegskasse zu füllen. Ja, das passiert zwar auf Umwegen. Wo bleibt dieses ganze Geld, was da eingezahlt wurde? Ne, wenn uns da vorgelebt wird von den Politikern, dieses Löcherstopfen in der Haushaltskasse, die sprechen ja auch von einer Haushaltskasse. Wenn das eine Mutter machen würde, mit dem Geld, was sie einteilen muss, in ihrem Budget, was sie hat, um die Familie zu versorgen, wenn sie ständig aus diesem Topf, wo sie einkaufen muss, um Nahrungsmittel und Lebensmittel für die Kinder oder die Familie zu kaufen, wenn sie ständig da Geld rausnehmen würde für Telefongeld oder so, ist doch ganz klar, dass das Geld nicht reicht. Wir müssen doch in kleinen Haushalten noch viel, viel genauer unser Budget einteilen, als das, was da in der Politik passiert mit diesen ganzen Filialen, die sie haben, wo von einem Topf in den anderen gefüllt wird oder umgefüllt oder umgebucht wird oder so. Und das ist doch einfach, also meiner Meinung nach, wenn ich so meine Gefühle ausdrücken sollte, was diese Finanzierung der Haushaltskassen betrifft, also wenn ich Finanzministerin wäre oder so, ja. Also ich würde es nicht sein wollen, ich würde sowas nicht übernehmen wollen, aber wenn es halt nicht anders ginge, würde ich es auch tun. Aber ich hätte da ganz schnell Ordnung auch drin. Ja, wenn unser Schäuble dann also halt da sagt, dass mir fällt jetzt gerade nicht so solche Zitate ein, aber aus meiner Sicht gehört da eine Mutter hin, die 5 Kinder hat, nicht so eine Alleinerziehende oder sowas, ja, die halt Haushaltsgehilfin und sowas alles hatte. Nein, da müsste eine Mutter hin, wo der Vater als Versorger ausgefallen ist und sie muss ihre Kinder sozusagen alleine durchbringen. Und wenn diese Frau das schafft, dass ihre Kinder nicht verhungern, dann schafft die das auch mit der ganzen Gruppe. Also das kann ich sagen. Und wenn da wirklich halt mehrere Frauen sich zusammentun, da brauchen wir nur die Trümmerfrauen als Beispiel nehmen nach dem Krieg. Das kommt ja auch noch so als Thema, werde ich dann in das 10. Haus nehmen, wenn Saturn dran ist oder so. Die Nachkriegskinder oder so, die Mütter zum Beispiel unter den Nachkriegskindern. Also die haben ja nun wirklich einiges geschafft. Da gab es ja nichts. Wir sind ja heute verhungern bei eher von den vollen Kühlschränken. Wir verhungern ja nicht, sondern wir sind aufgebläht an den Stellen, ja, weil diese Nahrung, die uns da angeboten wird, das ist ja nun wirklich also nicht wirklich zum Essen, ne, gedacht. Okay, aber da kommen wir natürlich jetzt auch in andere Themenbereiche. Also wenn ich da dann halt mit anfänge, dann bin ich natürlich halt nicht mehr, werde ich auch ein bisschen emotional, sage ich. Also obwohl ich halt sage mal, ich bin neutral an der Stelle. Da kann es natürlich passieren, dass ich da manchmal natürlich immer, weil meine Konstellation ist auch so, weil ich natürlich immer denen, die weniger haben als ich, immer helfen würde, ja, und so ist es halt, aber ich habe kein Helfersyndrom mehr, so wie ich es früher hatte, sondern ich kann heute inzwischen den kleinen Finger geben und sagen, so, also, wenn du aufstehen willst, den kleinen Finger gebe ich dir, aber dann musst du langsam in die Gänge kommen, dass du selber auch wieder ins Tun kommst, ne? Denn, also, zum hilflosen Helfer lasse ich mich auch nicht mehr so leicht runterziehen.
Also das sind alles Dinge, die so im Laufe des Lebens lernt man sie so oder so. Aber es ist natürlich leichter, wirklich mit MET, mit den Klopftechniken und dann wirklich auch mit der Anlage, sich mit der eigenen Geburtsanlage ein bisschen auseinanderzusetzen und dann sich zu fragen in jeder Häuserspitze, die in das jeweilige Tierkreiszeichen fällt und in den Lebensbereich, dann habe ich ja den Lebensbereich auch, und dann kann ich einfach Texte nachlesen. Was will ich eigentlich? Was will ich wirklich? Ne? Oder was wird mir aufgedrückt? Oder was nehme ich einfach ohne Widerspruch sozusagen? Ja, also so eine Richtung könnte das dann werden, wenn man sich ernsthaft mit seinem Radix, heißt es ja korrekt, auseinandersetzt und da wirklich, das wird später wie ein offenes Buch. Und Da ja. kann man sich an dich wenden sozusagen und du erstellst es dann, du kannst es dann auch Nee, erstellen. das ist ja genau das, was ich nicht mache. Ich mache keine astrologischen Beratungen, muss ich immer wieder betonen. Das hört sich zwar so an, wenn ich über Nicht diese Texte Beratung, aber du zumindest im Rahmen errechnen. der eine Einzelsitzung machen würde. Und auf Wunsch kann ich das natürlich nur machen, weil ich muss dann wissen, halt, wie ausführlich das sein muss. Und sehr ausführlich mache ich es nicht. Ich rate dann wirklich an, die Seminare zu besuchen, weil da gibt es viel, viel mehr. Da kann ich informieren, da ist alles vorbereitet. Deswegen ist es jetzt vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Also nehmt dieses Wochenende wahr, am Samstag, Sonntag. Also dann habt ihr natürlich die groben Texte, wo ihr einen Anfang findet, wo ihr auch Buchempfehlungen bekommt, wenn ihr weitermachen wollt, wo ihr dann findet. Ihr müsst nicht 1000 Bücher kaufen. Ein Taschenbuch, was ich immer sage, kosten 10, manchmal bei Amazon für 2, 3 Euro. Und da steht schon alles drin. Ich vermittle dann diese Systematik da drin auch, weil es ist natürlich einiges an Stoff, aber es ist ja auch immer für den persönlich. Das, was ich mache in den Seminaren, da kommt das persönliche Horoskop, wird schon mit einbezogen. Und das kenne ich niemanden, der das macht. Ne, ich habe auch natürlich meine gewisse Vorbereitungszeit. Also wenn sich jemand anmeldet, wir haben jetzt nur noch ein paar Tage, es ist eine Woche. Also wenn ich zum Beispiel Samstag, Sonntag ist das Seminar, wenn ich halt spätestens bis Donnerstag noch, die sich ganz kurzfristig anmelden wollen, noch die Geburtsdaten bekomme, dann schaffe ich es immer noch, also auch die Vorbereitung zu machen. Aber wenn es dann halt Freitagmittag ist und ich fahre los und mich erreicht es da im Zug noch, wenn ich dann, ne, dann würde ich auch noch einen Ausdruck fertig bekommen, aber dann natürlich nicht mehr, ne, weil ab 10 Teilnehmer habe ich ja gesagt, würde ich auch nach Leipzig kommen und unter 10 Teilnehmern mache ich es natürlich dann hier in Hannover. Dann ist es für mich ein zu großer Aufwand, auch ein Kostenaufwand dann natürlich, der sich dann auch nicht rechnet. Ne? Und das ist ja halt auch eine Entsprechung aus dem Jungfrauzeichen, dass die Ökonomie, also es muss natürlich dann alles auch in einem Verhältnis stehen. Deswegen dieses Jungfrau-Thema hat ein ganz, ganz großes Thema, betrifft ganz, ganz viele und das kann ich nur empfehlen. Also im Seminar ist das natürlich klar, da gibt es das und wenn Einzelsitzungen oder Coachings bei Einzelsitzungen ist es dann halt natürlich so, die mit den Themen, die da dann also halt gefragt sind. Es kommt ja dann immer nur jemand zu einer Einzelsitzung, wenn da irgendeine gewisse Not oder irgendetwas Offensichtliches ist, was da also halt bearbeitet werden will, dann schicke ich das natürlich auch als eine PDF-Datei, aber es ist natürlich kürzer als das, was es im Seminar gibt. Ja, und da haben wir ja dann halt auch die Praxis dabei. Also es ist ganz viel Praxis. Es ist ungefähr 2 Drittel Praxis und 1 Drittel Theorie, was ich nicht kürzen kann. Also das ist das Minimum, was man machen muss. Und dann geht das wirklich an die Praxis. Und wer dann zum Beispiel das MET Kinderleicht mitgemacht hat, der kann anschließend nicht nur sich selber klopfen, sondern kann auch schon mit, ob Familienangehörigkeiten, Kindern oder so, wenn er das möchte, kann er dann auch schon klopfen. Und hat dann auch extra berechnen, das kann ich ja nicht so, aber ich mache es ungern, weil ich das immer wirklich gerne in den Seminaren mache und ich werde auch nie wirkliche astrologischen Beratungen machen, weil ich will ja auch noch ein bisschen Freizeit haben. Was ich da also halt ich habe mir natürlich auch so eine bestimmte Vorgehensweise schon angeeignet, wo ich halt auch in kürzerer Zeit jetzt diese Vorbereitungen schaffe. Aber das ist einiges, was da halt wirklich auch gelesen werden sollte. Nicht nur gelesen werden, sondern ich bringe den Menschen bei, dass sie fühlen lernen beim Lesen, weil da kommt so viel Klopfmaterial hoch. Und wenn ich dann sage, irgendwelche spannenden Bücher, die sie vielleicht sowieso mal gelesen haben, toll fanden oder sowas, oder Filme, man kann mit Filmen ja auch arbeiten, wenn dann zum Beispiel mal ein Buch ein halbes Jahr später gelesen wird oder so, dann denken die Leute, die lesen ein neues Buch. Ja, weil sie das, was sie zwischen den Zeilen damals nicht lesen konnten, das ist jetzt plötzlich da, das wird begriffen. Ne? Und das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Ja. Genau, das war noch mal, genau, denke es jetzt so als genau, einfach
Wendet euch gerne an Heidemarie, ne? Wenn ihr dazu noch Fragen Ja, habt oder so, gerne. der Webseite, auf der Startseite habe ich es extra schon so gemacht, dass man halt die Anmeldung gibt. Würde natürlich über das Kontaktformular gehen, aber es ist ja auch die gleiche E-Mail-Adresse info@mit-zentrum-hannover.de, ist wie die Webseite, halt nur info@ davor. Und dann kann auch ganz normal nur eine Mail geschrieben werden oder so. Aber ich brauche dann halt wirklich die Geburtsdaten, auch die Zeit. Wer die Zeit halt so schnell nicht schafft, ist auch nicht so ein Drama. Es wäre natürlich schöner, wenn sie da wäre. Und dann halt vielleicht gleich halt bei der Anmeldung mit reinschreiben, was für ein Anliegen. Dann kann ich das gleich mit beachten, wenn das Seminar stattfindet, wenn da die anderen Teilnehmer mit dabei sind. Und dann kommt das halt auch mit dran. Also die Notwendigkeiten, die da halt als Wünsche geäußert werden, die kommen auf jeden Fall mit dran und werden auch geklopft. Super. Okay. Ja, Ja. dann sind wir für heute durch, ne? Für heute, genau, sind wir für heute durch. Ist interessant, dass genau das Thema in der Urlaubszeit kommt. Ja, das ist so, genau. Sagen wir mal, Arbeit und Dienen, ja. Arbeitslosigkeit, Ja, genau. das passt immer ziemlich und alles klar. Das nächste Mal dann nächste Woche Donnerstag Beziehungskrieg in Genau, Liebesfähigkeit wandeln. ja, das Oh, schönes ist ja Thema. spannend, ne? Da ist dann die Waage dran und das siebte Haus und die Waage Venus. Ja, da wird das Haus wahrscheinlich dann voll sein, weil dann sind die meisten zurück, glaube ich. Ach nee, das ist ja dann auch noch, nee, das ist bei uns hier in Niedersachsen jedenfalls das letzte Wochenende, glaube ich. Deswegen habe ich das Seminar auch so gelegt. Na ja, gut, Okay. okay, wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Alle Themen sind spannend, Ja, egal welches jedes für sich, Thema. genau. Ganz schön Ne? Also ich brauche ausgewählt. gar keine Vorstellung. Ja, Ja. okay. Ja, Sabine, ich danke dir auch ganz schön und dann Dank. grüß Jeet schön und alle, die ich kenne da bei euch und dann mal sehen. Ach so, ich bin auch Mitte, nee, am 24. September bin ich wieder in Leipzig, dann komme ich auch wieder Ah, anschließend bei euch, schön. wie an. Ich schicke euch das noch und dann bin ich wieder bei Querdenken. Okay, 24.9. So. Schön. Gut, so ein bisschen Okay. hin. Alles klar, bis dann, ne? Bis Tschüss, dann, schön. herzlichen Dank. Genau, und wir Ja, sehen uns gerne Sonntag. in Tätigkeit. Okay, danke, tschüss, ciao.